Festspiele dieses Jahr einmal ganz anders. Wie geht es einem waschechten Salzburger damit? Es geht mir in dieser Form gut damit, da wir ja Gott sei Dank das Glück haben, dass die Festspielpräsidentin sich wirklich da sehr bemüht hat, dass die Festspiele doch stattfinden, wenn auch in kleinerer Form. Sie kennen ja die Festspiele, Sie wissen, was sich in Salzburg für gewöhnlich so abspielt. Was ist der große Unterschied? Was fällt Ihnen auf? Was ist dieses Jahr anders? Was mir gleich auffällt, dass es natürlich kein Fest zur Festspieleröffnung gibt, was natürlich die Stadt dementsprechend beleben würde. Es sind zwar einige da, aber natürlich nicht die Menge, die wir sonst sehen. Und man merkt schon ein bisschen das Gefühl, die Leute sind vorsichtiger, sie trauen sich nicht überall hin, man hält doch Abstand. Das fehlt schon sehr. Welche Stücke werden Sie besuchen? Es gibt ja noch Karten, hat man gehört. Ich werde heuer kein Festspielstück besuchen, gehe nicht zu den Festspielen. Wieso? Weil ich normal im Festspielhaus arbeite und heuer aus beruflichen Gründen die Festspiele nicht betreuen kann.